Hallo, heute hier am 30. Juli 2020. Mal wieder eine etwas andere Perspektive, ein anderes Bild einfach. Das bietet sich einfach an, weil sich hier eben am meisten getan hat. Gestern wurde ja hier die Geschossdecke des Erdgeschosses, beziehungsweise halt das Obergeschoss betoniert. Das ist jetzt ausgehärtet, da können wir nachher auch mal kurz hoch und uns das anschauen. Da ist aber jetzt noch nichts Interessantes passiert. Das trocknet noch. Material wurde halt nach oben geschacht, aber es wurde noch nicht angefangen mit den weiteren Mauerarbeiten. Dafür wurde heute hier im Bodenbereich eben sehr viel getan. Der Erdhaufen, man kann es ja schon sehen, beziehungsweise halt hier auch an den ganzen Schaufelspuren, hier wurde eben fleißig gearbeitet und man kann jetzt mittlerweile mehr oder weniger gut ans Haus eben hier hin. Davor war ja hier noch die Baugrube, die wurde jetzt in diesem Bereich eben schon großflächig verschüttet. Das Ganze wurde verdichtet und man kann hier zum Beispiel auch ein Regenrohr sehen, also das alles ist schon verrohrt und hier um die Ecke herum, da fehlt noch ein bisschen was, aber im Großen und Ganzen sind hier eben in weiten Teilen ist hier jetzt schon alles verrohrt und eben zugeschüttet worden. Hier, das ist eben nachher ein Anschluss für ein Fallrohr für die Regenrinne, die sich hier befinden wird. Und solche Konstruktionen gibt es auch nochmal auf der anderen Seite des Hauses. Aber ansonsten, das kann man jetzt hier vielleicht ganz gut sehen, ist halt hier der Boden schon bündig und eher quasi fast auf dem endgültigen Niveau. Nachher natürlich muss noch die Außenanlage gemacht werden, da wird wieder ein bisschen aufgeschüttet werden. Aber hier ungefähr, oder man kann ja das ganz gut daran erkennen, dass man jetzt hier halt auch einfach hineintreten kann. Hier zu sehen sind jetzt eben die beiden Werkzeuge, mit denen heute hauptsächlich gearbeitet worden ist. Also zum einen die Rödelplatte, man sieht es ja auch, drumherum ist auch verdichtet worden fleißig. Da drüben steht so ein kleiner mobiler Bagger, mit dem das ganze Erdreich halt hier bewegt wird. Die Regenzisterne, die geht mittlerweile fast unter, also hier ging sie ja unter in die Baugrube und auch um die Regenzisterne herum war alles noch frei bis gestern. Und mittlerweile wurde das hier eben verschüttet. Die viele Erde, die wurde zum Teil auch antransportiert. Leider ist das Erdmaterial, was sich hier eben befindet, nicht in allen, also das lässt sich nicht verdichten, nicht so besonders gut. Und dadurch eignet sich das gerade im Hausbereich nicht so besonders gut, weil da das eben empfohlen wird, dass da man verdichtbares Material verwendet, einfach damit es zu keinen Rutschen und Absackungen nachher kommt und sich die irgendwie im Laufe der Zeit hier das Bild ändert. Das will man natürlich nicht. Ansonsten sieht man jetzt hier neben der Zisterne auch noch diverse Rohre, die hier herausschauen. Also hier wären zwei, so wie ich glaube, hinter der Rödelplatte noch eins. Das sind Vorbereitungen für die Entwässerung der Garage später, beziehungsweise eins dieser Rohre, das 150er Rohr, das müsste das größere sein, wird auch als Leerrohr verwendet. Also das geht hier im Erdreich bis in den Hausanschlussraum, in den Technikraum, der befindet sich an dieser Hausecke. Und hierüber kann ich dann halt Strom und Datenkabel in die Garage führen später. Und da wurde eben mit 15 Grad Winkeln bloß gearbeitet, also mit relativ stumpfen Winkeln, einfach um damit man da halt keine 90 Grad Winkel irgendwo im Verlauf hat und hier die Kabel gut und gemütlich einziehen kann. Ein weiteres Rohr kann man hier im Hauseingang sehen, also das geht jetzt gerade noch ein bisschen unter, aber in etwa links neben der Haustür kommt hier auch hier ein Rohr aus dem Boden. Und zwar ist hier ein Vordach angedacht eben. Das Vordach muss auch entwässert werden und dafür ist halt dieses Rohr, also das ist hier ein Regenwasser- oder ein Abwasserrohr halt. Und auch um die Ecke herum, wenn man geht, sieht man neben hier dieser Dickbeschichtung halt auch wieder Rohre. Hier an der Hausecke dieses Rohr, das ist für ein weiteres Fallrohr, also dieses Rohr. Hier ist eben ein Fallrohr für die spätere Regenwasserrinne, die sich hier befinden wird. Und dann hier ist es schon ganz gut eingebuddelt. Sieht man für die Entwässerung der Fenster hier, kann man hier eben ein Rohr sehen. Das ist jetzt hier mehr oder weniger eine Drainage. Also man muss hier noch ein bisschen Drainagerohr nachher anschließen vermutlich. Das hängt dann aber davon ab, wie wir hier dieses Gelände tatsächlich gestalten. Da muss man mal schauen, wie man das dann hier abfallen lässt, damit man hier eben die Fenster nachher frei hat. Und hier kann man das vielleicht noch besser sehen. Auch hier gibt es diese Entwässerung. Da ist eben so ein Endstück drauf gesteckt worden und ein paar Löcher reingebohrt, damit dann weil das Wasser durch kann. Der Schmutz jetzt noch nicht in ganz großen Zügen zumindest. Und ein ähnliches Konstrukt gibt es hier um die Ecke herum. Hier sieht man auch noch, wie das eingearbeitet ist. Man tut das hier halt in so eine Kiespackung legen, damit das Rohr einfach geschützt ist. Und hier schaut dann nur noch dieses Rohr heraus und mit da in das Endstück hineingebohrt sind wieder Löcher für die eigentliche Entwässerung. Und wie gesagt, später, wenn man jetzt hier die Außenanlage, sich über die Außenanlage macht und das dann mal geplant hat, kann man hier entweder halt Drainage tatsächlich einlegen, Drainagerohre, die dann hier großflächig über im Fensterbereich das entwässern, oder man muss sich halt was anderes überlegen.
Und hier in diesem Bereich, auch hier wurde ein bisschen was verschüttet. Gestern war hier noch der Beton zu sehen, der übrig geblieben ist von den Betonierarbeiten. Heute ist hier schon eben erdreich, auch schon verdichtet, wie man sehen kann. Aber ja, hier in diesem Bereich fehlt noch am meisten. Also man kann es ja da vorne sehen, wir sind jetzt hier gute 1,5 Meter tiefer als halt vorne am Haus zum Beispiel. Ansonsten eignet sich hier diese Perspektive auch ganz gut, um mal einen Blick in das Büro, in die spätere Heimarbeitsstätte zu erhaschen. Man kann sehen, an den Wänden sind eben so gelbe Markierungen. Ich arbeite ja hier nebenbei immer so ein bisschen, wenn es die Zeit gerade halt hergibt, um die Elektroinstallation vorzubereiten, und hatte hier eben erste Messungen durchgeführt und eben Markierungen gesetzt, wo die Dosen bzw. die Schlitze zu setzen sind. Die erste Dosen hatte ich auch schon ausgebohrt. Zu all diesen Themen später oder in einem anderen Video mehr. Da geht es dann eben im Detail um die Elektroinstallation. Hier ist der Hauseingangsbereich, die Haustür. Hier hat sich ja gestern noch die Brücke befunden und das war deutlich einfacher, gestern ins Haus zu gelangen. Da hätte es hier noch ein guter Meter fehlt und man hier einen großen, kräftigen Schritt machen muss, um tatsächlich hineinzugelangen. Aber das geht schon, und wenn man mal drin ist, dann kann man ja wenigstens zu allen, fast allen Türseiten oder Fensterseiten eben hinaus. Also man kann gerade in dem Bereich halt jetzt einfach ganz bequem ein paar Abkürzungen nehmen und auch hier zu diesen bodentiefen Fenstern halt das Haus wieder verlassen. Und jetzt stehe ich hier eben oben auf der Geschossdecke des Erdgeschosses bzw. halt im Obergeschoss, und man kann sehen, der Beton ist mittlerweile hier vollständig ausgehärtet. Es gibt jetzt hier kein Wasser mehr an der Oberfläche. Man kann sich jetzt hier ganz normal bewegen. Aber hier ist jetzt bautechnisch nicht sonderlich viel oder nichts Interessantes halt passiert. Nach wie vor sieht man hier halt den Beton, keine Außenwände. Man hat hier halt Material angeschafft, also das Material hier in die vier Ecken gestellt jeweils, damit man hier halt schon mal loslegen kann. Man wird sicherlich wieder mit den Ecken irgendwo anfangen. Das geht dann wahrscheinlich, oder ich gehe mal davon aus, dass das morgen dann passieren wird. Ansonsten ist hier aber halt nichts Spannendes passiert. Hier nochmal diese Ringankerkonstruktion oder ein Teil davon halt, diese dicke Eisenstange, die hier in allen vier Ecken herausschaut, die hat man halt hier provisorisch am Geländer so fixiert, damit die ungefähr senkrecht nach oben schaut bzw. auch in der Position bleibt. Die ist halt hier im Boden mit Beton vergossen und wird dann in der Ecke, in der Hausecke hier eben nach oben gezogen werden und geht dann eben bis hoch in die nächste Geschossdecke. Aber, und das ist eben ganz angenehm, die Leiter hier, um ins Obergeschoss zu kommen bzw. das nachher wieder zu verlassen, steht halt hier im zukünftigen Treppenhaus. Gestern war die ja provisorisch hier beim Eingangsbereich bei dieser Brücke gestanden. Einfach um dann mit dem letzten Abstrich eben da irgendwie herunterzukommen und das in einem Stück abstreichen zu können. Da war allerdings die Absturzsicherung im Weg, und das ist doch schon deutlich angenehmer, hier hoch und runter zu klettern. Man kann hier auch sehr schön sehen, die Schalung wurde eben noch nicht entfernt, also die ist hier nach wie vor noch installiert, und jetzt nicht nur hier im Treppenbereich, sondern auch ringsherum und auch unten die Betonsäule von diesem Überzug zum Beispiel. All das ist jetzt noch eingeschaltet und auch das wird wahrscheinlich in einem der nächsten Tage noch entfernt werden. Ich bin ja unter anderem heute auch deswegen hier, um hier wieder ein bisschen Werbung für das Bauherrenprogramm von voltus.de zu machen. Und zwar hatte ich ja diesen Banner erhalten und auch aufgestellt in der Vergangenheit. Da hatte ich, glaube ich, schon ein Video oder so eine Zeitrafferaufnahme eben gepostet. Jetzt werde ich das ganze Banner eben am Rohbau selbst befestigen. Das ist jetzt in der Rohbauphase im Erdgeschoss im Keller ein bisschen untergegangen. Da hat sich das einfach nicht angeboten. Man konnte das nicht ordentlich am Rohbau selbst montieren. Das war auf so einer Holzkonstruktion gestanden und ein bisschen seitlich geparkt gewesen. Aber jetzt kommt das halt wieder dorthin, wo das eben auffällt und wo das auch Sinn macht.
So, man kann es hinter mir schon sehen. Ich hatte hier jetzt noch das Baustellenbanner montiert, hier auf der Absturzsicherung, damit es halt einfach ein bisschen präsenter ist. Ansonsten soll es das aber für heute schon gewesen sein, so ein kleines Update zwischendurch. Und ich bin mir sicher, dass man in den nächsten Tagen hier weiterarbeitet. Und auch das werde ich wie immer hier festhalten und veröffentlichen. Bis dann, ciao.